Ach, Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Bei meinem Lieblingsarzt, Dr. Detmut zur Lücke, war der Strom weg. Hoffentlich ist er auch bald wieder da. Dann habe ich natürlich noch andere hier, die Anwälte, die jetzt digitalisieren müssen. Ist auch so ein Riesenspaß da, ist auch viel Arbeit, jetzt die ganzen Akten zu digitalisieren, weil auch Akten leider deformiert, zerknittert und die Maschinen so was dann halt nicht. Ich glaube, ich habe was vergessen. Was hat er denn vergessen? Was hat er denn vergessen? Eine Kopie, oder? Ja, ich okay. Ja, so ist das manchmal. Ich will gerade etwas übertragen, euch guten Tag sagen. Schon habe ich einen Kunde da. Hurra. Ja, Wetter ist gruselig. Ich hatte gerade einen Kunde, der etwas verloren, nicht wiedergefunden. Dann hatte ich einen Kunden, der gerade reinkam. Und dann suchte er seine Börse. Dann sollte ich irgendwo anrufen, sage ich, ich würde da mal hingehen. Was soll ich da anrufen? Ich kenne die Nummer. Nee, ich meine, die Leute sind dann in dem Moment konfus. Ne? Ja, ist klar, ist ein Schreck. Die ganze Börse ist weg, das ganze Geld ist weg, die ganzen Inhalte sind weg. Ich drücke Daumen, dass er es wiedergefunden. Das wird er mir sicherlich irgendwann erzählen. Ansonsten, wenn er vorbeikommt und braucht neue Bilder, dann weiß ich, aha, alles weg. Das wäre natürlich schade jetzt zur Weihnachtszeit. Jetzt, wie gesagt, zur Weihnachtszeit ist alles ein bisschen heftiger. Es tut auch ein bisschen mehr weh, solche Storys mitzubekommen. Wie gesagt, der ältere Herr gerade, der das erste Video unterbrochen hat, war konfus. Er weiß nicht, wo er es hingetan hat. Der andere, wie gesagt, der war in der Lottoannahmestelle, ist ein Behinderter, der vermisste seine Börse. Ich meine, ich kenne die Kunden, ich weiß, wie die Kunden manchmal da offenherzig da sind, was sie da so machen. Ich hoffe, dass sie alles wiederfinden. Ne? So, wir haben die Weihnachtszeit. So, der erste Kalendertag ist ja schon rund. Ja? Wir haben also das erste Türchen geöffnet. Der erste, morgen. Morgen ist der 1. Dezember. Und da wird das erste Türchen geöffnet. Den ersten Advent hatten wir also auch schon. Der war halt Ende November. Und wie gesagt, die erste Kerze brennt, die erste Tür geht auf. Ich meine, das hört sich alles gut an. Besonders, wenn man das jetzt in unserem Alter macht. Ich werde halt niemals damit aufhören, weil ich das irgendwie schön finde. Irgendwie ist es traditionell, ja, traditionsgebunden, einen Kalender zu haben, ein Türchen aufzumachen. Wenn ich immer so ein bisschen drüber nachdenke, und das mache ich sehr oft, stelle ich fest, das, was wir heute haben mit Süßigkeiten, mit Inhalt, es gibt ja auch Kalender, wo richtig Inhalt ist, Parfüms und was weiß ich nicht alles, hatten wir alles nicht. Wir hatten Kalender mit irgendeinem Bildchen drin und das war's. Und jetzt habe ich so eine kleine Fliege hier gehabt, die musste auch gerade weg. Wie gesagt, das ist halt so. So, wir leben heute in einer wahnsinnig super Zeit, wo wir leider gegeißelt werden. Ja? Gott sei Dank habe ich noch keine Pandemie Adventkalender gesehen, alles normal, richtig gute, lässige. Ich vermute, dass man die jetzt also auch schon aus dem Verkehr zieht, weil im November waren die ganz mächtig aufgebaut worden und jetzt, wo der Advent läuft, wie gesagt, morgen das erste Türchen aufgeht, vielleicht denke ich mir was aus. Vielleicht mache ich 24 Adventtürchen, vielleicht, muss ich schauen. Ja. Ich meine, während der Arbeit jetzt hier, ich kann ja früher kommen, also früher erscheinen hier und dann diese Videoclips machen. Euch dann wunderschöne Adventszeit und alles. Ja, kann man. Man kann also wunderbare Clips machen, wo man irgendwas einarbeitet, aber in der heutigen Zeit, wie gesagt, nicht mehr so einfach, weil doch mehr Missgunst ist wie Gunst. Ja, also es war und ist mehr Missgunst wie Gunst. Keiner gönnt dem anderen etwas, bei mir sowieso nicht. Das ist halt so, da muss man halt durch. Ich drücke heute vielen die Daumen. Ich habe hier nebenan ja meinen Computerspezialisten. Und dieser Computerspezialist hat da an sich einen Auftrag von 500.000. Und wenn er den bekommt und er ihn vermittelt, dann hat er 10%. Und ja, okay, dann muss der andere halt 550.000 zahlen, ist klar.
Ja, wenn er ihm den Auftrag erteilt. Ne? Ja. Gönne ich ihm. 50.000 zu Weihnachten, so ein Auftrag, finde ich gut. Wie komme ich drauf? Ich komme drauf. Hallo. Hallo. Grüße.